Hallo, liebe Outdoor-Enthusiasten. Ich wünsche euch frohe Ostern 2021. Es ist heute Ostersonntag. Tja, ich bin mal wieder unterwegs, leider alleine. Petra hat Rückenschmerzen, wie letzte Woche schon. Naja, ich hoffe, ihr kommt ein bisschen zur Ruhe, erholt euch, vergesst mal ein bisschen den ganzen Pandemie-Irrsinn. Ja, seid mit eurer Familie zusammen und habt einfach eine schöne Zeit. Ich habe heute eine Tour vor in den Bochumer Westen. Mein erstes Ziel ist die Saure Wiese in Bochum-Eppendorf. Die Wanderung habe ich mit Komoot geplant. Ja, was soll ich sonst noch erzählen? Es ist heute ziemlich kalt. Ich habe sogar Handschuhe mit, weil ich habe ziemlich kalte Hände. Jetzt bin ich gerade hier im Wiesental in Bochum-Ehrenfeld. Ist ja auch so eine große Grünanlage. Am anderen Ende ist noch ein Schwimmbad. Darüber habe ich auch schon mal was erzählt. Nun gut, zum Wetter habe ich schon was gesagt. Ja, dann will ich einfach mal sagen, begleitet mich auf dieser Wanderung. Die wird so circa 30 Kilometer und ein paar zerquetschte wahrscheinlich sein. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal einfach weiter. Nach 6 Kilometern bin ich an der Gedenkstätte Saure Wiese hier in Bochum angekommen. Das ist eine Gedenkstätte für die Zwangsarbeiter hier während der Zeit des Nationalsozialismus. Ja,
In Bochum waren zahlreiche Lager für Zwangsarbeiter. Hier war ein großes für das Bochumer Stahlwerk. Das ist ein großes Areal hier, das nennt sich Saure Wiese. Das ist hier ganz nice und auch kaum Menschen unterwegs. Gerade war eine Familie mit kleinen Kindern, die haben Eier gesucht, war ganz nett. Gut, ich gehe dann einfach mal weiter. Liebe Leute, Kilometer 13 habe ich jetzt auf der Uhr. Ja, jetzt würde ich mal sagen, so die letzte Dreiviertelstunde hat der Weg mich durch ziemliche hässliche Gefilde in Bochum-Wattenscheid geführt. Das hat so echt keinen Spaß gemacht. Und jetzt bin ich froh, dass ich hier so einigermaßen grün bin. Ja, hinter mir ist zwar da oben auf der Erhebung fahren die ganze Zeit Züge. Das ist, glaube ich, die Hauptzugstrecke von Bochum nach Essen. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Stadtteil, wie gesagt, Wattenscheid. Und jetzt müsste es eigentlich schöner zugehen. Okay, ja, ich habe doch noch was zum Erzählen. Das ist echt erstaunlich. In der Gegend hier war ich gefühlt schon 100 Mal. Aber diesen Weg hier, den habe ich noch nie entdeckt gehabt. Oder Petra und ich nicht. Das ist echt toll, dass Komoot da solche Trampelpfade findet, die natürlich beim Wanderroutenplaner überhaupt nicht verzeichnet sind, diese Pfade, weil es ist kein offizieller Wanderpfad. Das ist hier so ein Single Trail, den ich jetzt schon eine ganze Zeit so gehe. Also das ist schon sehr, sehr toll, dass Komoot das macht. Ja, und ich habe mir bei Komoot jetzt auch die ganze Welt freigeschaltet für 20 Euro. Das war 10 Euro günstiger, da habe ich zugeschlagen. Ich habe zwar nicht vor, die ganze Welt mit Komoot zu bereisen, aber fand ich, ist ein gutes Angebot.
Kilometer 24 habe ich mittlerweile auf der Uhr. Jo, der Weg war dann bis hierhin echt klasse. Viel Wald, bin viel geklettert und auch sehr abenteuerlich. Auch wieder Wege heute. Also ich bin heute wieder Wege gegangen. Eigentlich durch Stadtteile, die ich eigentlich in- und auswendig kenne. Aber die Wege halt nicht. Wirklich toll. Auch hier bin ich wieder in so einem, auf so einem Geheimweg im Stadtteil Linden. Wirklich toll, muss ich sagen. Hat bis jetzt, außer dieser kurze Ausflug durch die Wattenscheider Innenstadt, mega viel Spaß gemacht. Ja, ist ja noch ein bisschen zu gehen. Und sage ich mal, bis gleich. Kilometer 35, die Wanderung neigt sich dem Ende zu. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht heute Nachmittag. Ich habe sehr viele neue Wege entdeckt, spannende Wege, teilweise Wege, wo man auch etwas klettern musste, aber auch viel asphaltierter Untergrund, halt ein schöner Mix, dann ist das nicht ganz so langweilig. Ich bin auch nur einmal über eine Radtrasse in Bochum-Dahlhausen, glaube ich, und gerade vorhin einmal kurzfristig ein paar Meter. Ansonsten ging es heute wirklich über unbekanntes Gebiet für mich, obwohl ich mich relativ gut in Bochum auskenne. Hat Komoot wirklich klasse geplant, muss man wirklich sagen. Naja, außer der Teil da in der Wattenscheider Innenstadt, den würde ich dann so nicht empfehlen. Das war sehr gruselig, sehr laut, sehr schmuddelig, aber ich habe es auch überlebt. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, wieder im Grünen zu sein. Ich meine, ich gehe ja gerne urban. Ich schaue mir auch gerne Städte an und Siedlungen und so, das wisst ihr ja. Aber das war da wirklich so viel Verkehr. Unglaublich. An einem Ostersonntag. Ja, ich hoffe, eine Blase habe ich mir gelaufen. Das passiert mir nicht oft. Ich bin ganz verwundert am linken großen Zeh. Muss ich mir gleich mal zu Hause mal angucken, ob da die Socke vielleicht eine Falte geworfen hat. Kann ich mir eigentlich aber auch nicht vorstellen. Naja, ist aber nicht so schlimm, tut ein bisschen weh, ist auch noch keiner von gestorben. Ich habe 7 Stunden für diese Wanderung gebraucht. Das ist jetzt so schnell nicht, aber ist okay. Es ging ja auch teilweise echt bergauf und die Filmerei, das kostet immer Zeit. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das bis hierhin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Alles wird gut. Euer Herbert vom Wandern im Ruhrgebiet.